Hallo zusammen, dieses Video muss heute noch online gehen, denn morgen ist Reformationstag. Morgen ist Reformationstag. Morgen ist Reformationstag. Morgen ist Reformationstag. Und dieses Video hat damit zu tun, weil es geht nämlich hier um einen Martin Luther Avatar. Ein Martin Luther Avatar, der erstellt wurde, um Antworten zu geben, als Gesprächspartner zu dienen. Und mein Kollege Professor Florian Höhne hat dazu eine kleine Tagung gemacht, wo wir verschiedene Perspektiven zusammengetragen haben, wie denn so ein Martin Luther Avatar aussehen könnte, wie er reagieren könnte, was er für Antworten geben sollte idealerweise. Und das folgende Video ist eine Dokumentation von meinem Input, von der Perspektive, die ich als Religionspädagoge vor allem dazu beigetragen habe. Also, eine Viertelstunde ist nicht lang, deswegen habe ich jetzt drei Punkte mir vorgenommen. Muss mal gucken, wo ich hier klicken muss. Da muss ich klicken. Drei Punkte habe ich mir vorgenommen. Zumindest ein kleines Schlaglicht mal in VR, in der historischen Bildung. Was gibt es dazu für Forschungsansätze oder für Diskursansätze? Dann so ein paar Überlegungen zu Grundsätzen und Kriterien der Geschichtsdidaktik und der Kirchengeschichtsdidaktik. Und dann, wie es bei Luther nicht anders sein kann, Thesen. Ich bin allerdings nicht bei 95, sondern nur bei 8 gelandet. 8 Thesen zum KI-Avatar Luther. Also, kurzes Schlaglicht in die historische Bildung und den Diskurs, den man da vorfinden kann. Da findet man momentan eigentlich überwiegend solche simulativ-immersiven Ansätze, die, glaube ich, jetzt auch am Schluss bei Ihnen in der Diskussion Thema waren. Also es geht vor allem um die Veranschaulichung, um die motivierende Lehrerlebnisorientierung, also auch interaktives, spielerisches Lernen. Wir kennen das ja auch zum Teil von Museen und historischen Stätten, wo es bereits eingesetzt wird, aber es wird eben auch im Geschichtsunterricht oder eben ansatzweise da noch manchmal schon im Religionsunterricht eingesetzt. Eine bestimmte Gefahr wird in der Literatur auch immer wieder diskutiert, so dieses objektivistische Verständnis von Geschichte, so war es damals. Und was ich ganz interessant fand, es gibt eben auch Studien, die sagen, dieses emotional involvement, was man dabei hinkriegt, das kann zwar einerseits gut sein und andererseits kann es aber auch manchmal kognitives Lernen behindern. Also die Forschungslage ist dann nicht so eindeutig, ob das Lernen tatsächlich verbessert wird oder intensiver wird. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse von verschiedenen Studien. So, zweiter Strang ist so dieses historische Lernen in digitalen Spielwelten. Da gibt es übrigens auch einen interessanten Virilex-Artikel von unserem Kollegen Palkovich-Kühl zu digitalen Spielen im Kirchengeschichtsunterricht. Ich habe da mal drei so Aspekte herausgegriffen, die immer wieder vorkommen. Es wird immer wieder betont, dass dekonstruktives und rekonstruktives Lernen da Hand in Hand gehen müssen. Also es geht natürlich auch schon ganz stark darum, die Spielwelten mal zu dekonstruieren und dahinter zu gucken, was ist da eigentlich für ein Geschichtsbild, was da vermittelt wird. Dann geht es um das Gegenüberstellen von kommerziellen Spielen, also wo vor allem das Spielvergnügen im Vordergrund steht. Und den sogenannten Series Games, also wo es dann wirklich eben um Bildungsvermittlung geht und auch um geschichtliches Wissen zu vermitteln. Und es geht eben ganz stark um die Verknüpfung zwischen historischer und digitaler Bildung. Und da kann ich gleich an der Stelle schon sagen, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Ansatz, also beides miteinander zu verknüpfen. Was es bislang nur in Ansätzen gibt, sehen Sie unter C, da bin ich drauf gestoßen, weil es da auch so ein großes Projekt momentan gibt an der Universität Bielefeld, zusammen mit anderen Universitäten. Ja. Forschendes Lernen durch VR, das scheint mir eigentlich auch ganz interessant, wo man eben nicht einfach was vorgesetzt bekommt, sondern historische Daten dann in einem virtuellen Raum bereitgestellt werden. Und dann auch die Lernenden zu eigenen Interpretationen und eigenem Forschen dann quasi animiert werden. Aber wie gesagt, das ist dann eher so auf der universitären Ebene. Also für Studierende im schulischen Bereich habe ich dazu eigentlich noch nichts gefunden. So, und als ich dann noch ein bisschen geguckt habe zum historischen Lernen in digitalen Spielwelten, bin ich dann tatsächlich eben auch auf eine interessante App gestoßen, die Hello History heißt. Ich weiß nicht, inwieweit die schon irgendjemand kennt.
Die ist von daher interessant, weil es da tatsächlich schon auch einen virtuellen Luther gibt. Ja, also kann man eben mit AI-generated historical figures chatten. Das soll wohl auch in anderen Sprachen gehen. Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Wahrscheinlich muss man dazu die Pay-Version dann nehmen. Also ich habe nur meine Free Trials, ich glaube 20 Trials hat man da frei. Und dann muss man 6 Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr dafür zahlen, um das nutzen zu können. Interessant fand ich, dass dann am Anfang schon mal gleich so ein Warnhinweis kommt, dass das AI-generated Messages sind und dass man die nicht zu ernst nehmen sollte, dass man die Fakten verifizieren sollte. Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, ja, dass das am Anfang kommt. Müsste, wenn wir jetzt so einen Luther-Avatar haben, glaube ich, auch so etwas Ähnliches dann am Anfang stehen. Und dass auch jede Konversation da einzigartig ist und man nicht genau weiß, wo sie hinführt. Also man kann die nicht so ganz genau vorhersagen. So, und dann gibt es tatsächlich so an die 400 verschiedene Persönlichkeiten, die man sich da bereits anschauen kann. Unter anderem eben auch Jesus Christus selber, gleich als erster da oben. Aber es gibt eben auch den guten Martin Luther. Da sieht man auch im Hintergrund ist ChatGPT, ne, Version 4.0. Ja, Luther stellt sich da ein bisschen vor. Wenn man da reingeht, dann kriegt man auch ein Statement von ihm, worum es ihm geht, dass der Glaube allein das Wichtige ist. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen ausprobiert, auch einfach um einen bestimmten Vergleich zu haben zu dem Avatar, den Herr Reimann ja erstellt hat. Also ich habe mal gefragt, is your belief still relevant in modern secular societies? Da habe ich keine Antwort darauf gekriegt. Ja, da kommt einfach dann nochmal diese Wiederholung von, wofür Luther steht. Dann habe ich mal versucht, ein bisschen fromm jetzt wirklich auch zu fragen, was muss ich tun, um Salvation zu finden, Erlösung zu finden. Und da kriege ich dann schon eine einigermaßen ordentliche Antwort, was ich machen muss. Dann war natürlich für mich nochmal interessant, das hatten wir auch im Vorfeld mal diskutiert, wie ist es denn mit anderen Religionen, also vor allem mit Juden, na, nachdem wir ja die antisemitischen Tendenzen von Luther immer wieder diskutieren, habe ich mal formuliert, what do you think about the Jews? Da kam wieder keine Antwort, beziehungsweise er hat nur nochmal das wiederholt, was vorher schon da war. Als ich allerdings gefragt habe, can Jews find salvation? Da kam dann die Antwort, nämlich, my dear friend, I believe salvation is available to all who have faith in God's grace, including the Jewish people. Das Ganze habe ich dann nochmal mit Muslimen versucht, da geht es genauso, also da kommt genau die gleiche Antwort. Und da merkt man natürlich schon, dass dieser Luther also ganz schön auch weichgespült ist und harmonistisch dann auch argumentiert. Dann werden einem immer wieder mal auch so Fragen vorgeschlagen, die man auch stellen könnte, die erscheinen dann so blass. Und eine davon war eben, what was your view on religious tolerance? Das habe ich dann auch mal aktiviert. Und da kommt dann eben auch so eine eher weichgespülte Antwort. Ja, my dear friend, I acknowledge the importance of religious tolerance and believed in freedom of conscience. Also religiöse Toleranz und Freiheit des Gewissens, das war Luther wichtig, behauptet diese App. Immerhin steht da noch, however, my views on this matter were complex and evolved over time. Und da hätte man jetzt dann noch nachfragen können, wie hat sich das entwickelt? Vielleicht hätte man dann noch ein bisschen mehr Differenzierung rausgekriegt. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass diese App dann auch auf einer bekannten Seite Lehrer Online beworben wird. Und zwar halt relativ bedenkenlos auch beworben wird. Also da wird eigentlich recht euphorisch dafür geworben, dass man da aus 400 spannenden Gesprächspartnern wählen kann, um sein Wissen zu erweitern. Es ist, als hätten sie einen privaten Lehrmeister, der live aus der Vergangenheit erzählt und sie am Geschehen teilhaben lässt. Also so mit kritischer Auseinandersetzung kommt da eigentlich nichts vor, sondern man kann dann zum Beispiel eben Jesus oder Buddha
eventuell auch im Religionsunterricht befragen, und das ist eine ganz tolle Sache. Ich ziehe zwei Konsequenzen erstmal aus religionspädagogischer Perspektive aus dieser Existenz, der bereits vorhandenen Existenz von dieser App, dieses Luther-Avatars, der da ja auch schon drin steckt. Ich meine, jetzt ist jedenfalls nicht mehr die Frage, ob ein Luther-Avatar erstellt werden soll, sondern es gibt ihn bereits. Und damit halt auch die Möglichkeit, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihn stoßen, in ihrer Lebenswelt. Also insofern ist die Auseinandersetzung mit ihm im Religionsunterricht auf jeden Fall sinnvoll und notwendig, weil er in der Lebenswelt eben bereits präsent ist. Und das Zweite ist, dass sich, glaube ich, die Kernfrage jetzt, jedenfalls nachdem es sowas schon gibt, ein bisschen verändert. Nämlich in die Frage, wie denn jetzt ein eigener Luther-Avatar, wenn wir den erstellen oder wir dazu beitragen, das unterstützen, wie das aussehen kann und welchen religionspädagogisch-didaktischen Mehrwert er gegenüber dem Hello History-Avatar oder vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen mittlerweile bieten kann. So, das führt jetzt zu den Grundsätzen und Kriterien der Kirchengeschichtsdidaktik oder Geschichtsdidaktik. Ich setze eben erstmal auch bei der Geschichtsdidaktik ein und habe da mal so ein paar Grundbestimmungen, Zielbestimmungen von historischer Bildung versucht aufzurufen und vielleicht zum Teil auch uns in Erinnerung zu rufen, weil vieles kennt man da schon, aber ich denke, es ist ganz gut, mal so eine Zusammenschau vielleicht noch zu probieren. Also Ziel des Geschichtsunterrichts, Erwerb historischer Kompetenz. Was heißt das? Fähigkeit zum selbstständigen historischen Denken. Das ist auch eine Tendenz, die immer wieder betont wird in diesen verschiedenen Kompetenzmodellen des Geschichtsunterrichts, die ich mir da angeschaut habe. Geschichte selber denken und selber untersuchen. Das ist das Ziel. Und Geschichte denken statt nur pauken. Also es geht nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht um Geschichte denken. Und damit eben auch, um ein Geschichtsbewusstsein zu entwickeln, das eben mit der eigenen geschichtlichen Kontextualität, in der wir leben, sich deren bewusst wird und wie wir von der Geschichte abhängen. Aber wie hier sehr schön nochmal in diesen KMK-Formulierungen, also das sind die Standards für die Abiturprüfungen, wie da nochmal zum Ausdruck kommt, es geht eben auch darum, bei der Beschäftigung mit anderen Kulturen, mit historisch anderen Kulturen, Alternativen zum Jetzt und Hier kennenzulernen und dadurch eben auch aufmerksam zu werden auf die eigene historische Gebundenheit und des gegenwärtigen Standorts. Und damit die Möglichkeit zu dessen kritischer Überprüfung. Das heißt also, was ganz wichtig ist, ist natürlich, und das ist auch bildungstheoretisch eben zu betonen, die Andersheit des Historischen darf nicht einfach reduziert werden, eingeebnet werden. Auch wenn es um Vergegenwärtigung geht, das ist jetzt ein Religionspädagoge, der sich da dazu geäußert hat und einen Aufsatz geschrieben hat zur Vergegenwärtigung als Ziel von Kirchengeschichtsdidaktik, aber auch diese Vergegenwärtigung zum besseren Verstehen und Orientieren in der Gegenwart, die darf natürlich nicht ein kurzschlüssiges Überspringen der Eigenartigkeit des Historischen beinhalten. Hier auch nochmal ein Zitat aus einem religionspädagogischen Konzept für Kirchengeschichtsdidaktik. Im Interesse einer Subjektwerdung der Lernenden erweist es sich als sinnvoll, die Vergangenheit als eine Rückschau auf verschiedene Perspektiven zu verstehen, die Einblicke ermöglichen, wie Menschen den christlichen Glauben in Anspruch genommen haben. Und da geht es mir vor allem dann nochmal, was auch immer wieder betont wird bei historischer Bildung, bei historischem Lernen, es geht mir um die Multiperspektivität. Also aus einer geschichtsdidaktischen Sicht nochmal, Geschichte ist immer narrativ strukturiert, es gibt nicht die eine wahre Geschichte, sondern immer mehrere. Also Perspektivenvielfalt, ohne dass gleichzeitig jegliche Geschichte über ihn plausibel wäre. Also es geht nicht um Beliebigkeit, aber es geht eben um Multiperspektivität. Das bedeutet wiederum, dass kritische Reflexion und auch die Kommunikation über Geschichte, das sich verständigen und jetzt auch didaktisch im
im Klassenraum eben in die Diskussion kommen, in den Austausch kommen, in die Kommunikation kommen, dass das für Kirchengeschichtsdidaktik unverzichtbar ist. So, dann ist mir nochmal wichtig zu betonen, was man immer wieder lesen kann, wenn man so in kirchengeschichtsdidaktische Erhebungen auch reinschaut und Überlegungen, stößt man immer wieder auf das konstatierte Desinteresse der Schülerinnen und Schüler an kirchengeschichtlichen Themen. Dem widerspricht allerdings eben die Beliebtheit historischer Themen in der populären Kultur. Und insofern kann man schon immer wieder mal die Frage stellen, ob es nicht die Art und Weise ist, wie wir Kirchengeschichte im Religionsunterricht thematisieren, was dazu führt, dass die Schüler da eher abgeturnt sind. Also im Film, in populären Filmen, da findet Kirchengeschichte durchaus einen Anklang. Und eben auch in Computerspielen. Auch da gibt es immer wieder Computerspiele, die eben historische und auch eben kirchenhistorische Szenarien aufrufen, wie zum Beispiel dieses Castlevania, wo es um die Kreuzzüge geht. Also von daher zeigt sich auch da nochmal, denke ich, ganz deutlich diese Notwendigkeit, kirchengeschichtliche Bildung mit digitaler Bildung zu verknüpfen. Und damit komme ich zu meinen 8 Thesen. Und das ist gleich diese erste These. Nur im Schnittfeld zwischen kirchenhistorischer und digitaler Bildung, im Horizont religiöser Bildung, ist so eine Beschäftigung mit einem KI-Avatar Luther eigentlich sinnvoll möglich. Die Chancen sind sicher. Lernförderliche Aktivierung durch interaktives Handeln. Ich denke auch eine gewisse Weckung von Neugier. Was wird der jetzt wohl sagen? Anregen zur kritisch-reflexiven Auseinandersetzung, wenn es gut geht. Und Bezug eben zur digitalen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Das habe ich vorhin schon betont. Ich denke, es ist ganz wichtig, diese mehrdimensionale kritisch-reflexive Auseinandersetzung, die ich versucht habe, jetzt nochmal ein bisschen aufzudröseln. Worauf bezieht sich diese kritisch-reflexive Auseinandersetzung? Also ich denke, es muss um die historische Korrektheit natürlich gehen, aber es muss eben auch um die historische Kontextualität gehen, interpretative Perspektivität, dann natürlich auch diese Thematisierung von Vorbildern, die nicht als ideale Vorbilder, sondern als kritisch zu hinterfragende Vorbilder vorgestellt werden müssen und eben auch nur als gebrochene Autoritäten und eben auch die Durchsichtigkeit der medialen, digitalen Konstruktion von Wirklichkeit, die uns da begegnen. Was heißt das als didaktische Konsequenzen für jetzt zum Beispiel den Religionsunterricht? Also wichtig scheint mir zu sein, diese hermeneutische Unterscheidung zwischen, wie war das damals, wie hast du das damals gemeint? Und welche Bedeutung könnte das damals Geschehene und Gemeinte für uns heute haben? Letzteres ist natürlich besonders brisant und besonders haarig und schwierig. In der Grundschule, meine ich, muss der Schwerpunkt sinnvollerweise auf der ersten und zweiten Frage liegen. Aber auch bereits für die Grundschule gilt, der Avatar sollte nie als unhinterfragbare Autorität auftreten. Er sollte im Gegenteil selbst zum kritischen Hinterfragen auffordern. Und das wäre jetzt für mich nochmal so eine wichtige Frage, wie man das vielleicht hinkriegen kann bei der Konstruktion eines solchen Avatars, dass da schon die Anregung zum kritischen Hinterfragen mitschwingt und mit dabei ist. Also unterrichtsdidaktisch könnte es dann so sein, dass man mit historischen Quellen vergleicht, aber auch mit anderen Luther-Avataren, also zum Beispiel von dieser Hello History App oder mit Darstellungen in Filmen. Also solche Vergleiche fördern, denke ich, die kritisch-reflexive historische und digitale Kompetenz. Und in der Medienpädagogik hat man lange Jahre immer wieder und ist eigentlich immer noch aktuell als Königsweg den Weg der aktiven Medienarbeit bezeichnet. Und ich meine, es würde sich lohnen, auch da jetzt drüber nachzudenken, wie könnte denn eine aktive eigene Gestaltung durch die Schülerinnen und Schüler aussehen? Und würde die nicht am ehesten noch dazu beitragen, dann auch kritisch-reflexiv mit dieser digitalen Gestalt dann umzugehen. Also zum Beispiel selber Antworten zu entwerfen, die der Luther-Avatar auf bestimmte Fragen geben könnte und dann darüber in die Diskussion zu kommen. Fazit: Eignet sich der KI-Avatar Luther? Ist er eine religionsdidaktische Möglichkeit oder eher Unmöglichkeit? Statt diese Frage
definitiv zu beantworten, stelle ich zwei Gegenfragen. Nämlich das eine ist, soll dieser KI-Avatar pädagogisch-didaktisch begleitet oder öffentlich unbegleitet sein? Also es macht, denke ich, einen Unterschied, ob man ihn eben in ein Unterrichtsszenario zum Beispiel mit einbettet und im Unterricht verwendet und dann mit den Schülern dazu arbeitet, oder ob der irgendwo im Netz steht und jeder hat Zugang und kann einfach mit dem machen, was er will. Und die zweite Frage, die habe ich auch vorhin schon ja anklingen lassen, ist eine Integration oder wie ist eine Integration der religionsdidaktisch wünschenswerten Anregungen zur kritisch-reflexiven Auseinandersetzung möglich? Ich meine, das ist sozusagen fast eine Gretchenfrage jetzt bei dieser Auseinandersetzung mit dem KI-Avatar, Luther. Soweit, vielen Dank. Was haltet ihr von einem KI-generierten Martin-Luther-Avatar, den man zu seiner eigenen Person oder auch zur Reformation befragen kann? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.